Willkommen zu meinem kleinen Einblick in die faszinierende Welt der Schallplattenproduktion. Heute nehme ich dich mit auf eine Reise, die von der Aufnahme eines Songs bis hin zur Ankunft der Schallplatte im Handel führt. Hierbei kommen moderne Technik und das Talent der Musiker zusammen. In einem professionellen Tonstudio wird jeder Ton präzise eingefangen. Nach der Aufnahme folgt die Mischung, bei der die einzelnen Spuren zu einem harmonischen Gesamtwerk vereint werden und in WAV oder MP3 exportiert werden. Hier ist aber WAV die qualitativ bessere Wahl. Ist der Song fertig, geht es weiter zur nächsten Etappe, dem Presswerk. Hier wird die digitale Aufnahme in ein physisches Format umgewandelt. Eine negative Schablone als Gegenstück zur fertigen Schallplatte wird angefertigt, um diese für die Pressung der Platten verwenden zu können. Nun werden PVC-Teilchen genommen, eingefüllt und erhitzt. Daraus entsteht dann eine gummiartige Masse. Unsere vorher angefertigte Schablone und unsere PVC-Masse, welche erhitzt wurde, werden dann gemeinsam in die Presse gegeben und dann kann die Schallplatte gepresst werden. Nach dem Pressen erfolgt die Qualitätskontrolle. Jede Schallplatte wird auf Fehler und Klangqualität überprüft, um sicherzustellen, dass nur die besten Exemplare in den Handel gelangen. Ist alles in Ordnung, geht es zur Verpackung. Die frisch gepressten Platten in beliebiger Anzahl, je nach Auftraggeber, werden in ansprechende Höhen gesteckt, die oft mit kreativen Designs und informativen Booklets versehen sind. Sobald die Schallplatten verpackt sind, machen Sie sich dann auf den Weg zu den Einzelhändlern, Online-Shops oder direkt in die Merch-Stores der Künstler. Dort warten Sie darauf, von Musikliebhabern oder Fans entdeckt und gekauft zu werden. Der gesamte Prozess von der Aufnahme bis zur Auslieferung zeigt, wie viel Leidenschaft und Präzision in der Produktion einer Schallplatte steckt.